Hi, ich bin's wieder, Petra. Ja, heute mal nicht Bach, heute mal Tomaten. Ich habe nämlich in den Jahren davor alte Tomatensorten angebaut von Manfred Harms. Und die haben sich super immer selber vermehrt in meinem Hochbeet. Da musste ich mir keine Sorgen machen. Hat in diesem Jahr nicht geklappt. Ist keine Tomate aufgegangen. Wahrscheinlich war es zu trocken. Und ich habe dann jetzt, obwohl ich das jetzt nicht so toll fand, aber einfach ein paar fertige Tomatenpflanzen bestellt. Und da ist sowas Langweiliges dabei wie Harzfeuer. So eine 0815 Tomate und F1-Hybride ist das, glaube ich, auch noch. Aber egal, ich wollte in diesem Sommer trotzdem auf jeden Fall Tomaten haben, auch ein paar Cocktailtomaten dabei und die werde ich jetzt mal einbuddeln. So, das ist hier das eine Hochbeet. Dieser Salat hat sich zum Beispiel ganz von alleine ausgesät, aber der mag es anscheinend auch durchaus trocken, da habe ich schon gestaunt. Hier sind wieder die üblichen Sonnenblumen. Ich habe die Tomatenstangen schon reingetan, aber letztendlich sind da doch Schmuckkörbchen draus geworden. Die muss ich dann mal anderweitig pflanzen. Das hier ist Feldsalat. Eigentlich sollte der sich wieder selber aussäen. Die sind noch nicht blütereif, aber ich werde die hier vorne alle wegmachen, weil da die Tomaten halt auch hin sollen und deswegen müssen die weichen und ich lasse da hinten welche stehen, die dann zur Saatreife gehen und dann kann ich die nochmal auffangen und dann mal geordnet aussehen im nächsten Jahr, hoffe ich doch. So, irgendwie ist es viel wärmer als gedacht und es dauert immer. Könnt ihr da vielleicht nicht ganz so laut sein, bitte? So, irgendwie ist es schon wieder viel wärmer als ich dachte und diese blöden kleinen Pflänzchen einbuddeln, das dauert alles ewig. Also ich brauche erstmal eine Erfrischung zwischendrin, Prost. So, also ich habe jetzt ernsthaft den ganzen Nachmittag gebraucht, um diese Tomaten einzubuddeln, aber jetzt sind sie alle da, wo sie hingehören. Das war ja gerade schlau. Ich habe es geschafft, meinen Kopf abzuschneiden bei dem einen Video und bei der Absage auch. Also sage ich es einfach nochmal. Ich habe jetzt 4 Cocktailtomaten eingebuddelt, habe dann noch jetzt Fleischtomaten und irgendwelche Runden, muss ich nochmal gucken, wie die heißen. Die heißen irgendwas mit Rund. In diesem Sortiment gehabt und ja, werde die noch einbuddeln, zeige euch dann einfach nur noch das Endergebnis. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es ist echt witzig, hier so zu arbeiten, gerade weil mein Mann, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, der arbeitet im Wintergarten im Homeoffice und hat gerade seinen Kollegen erzählt, seinem Team, I see my wife working in the garden. Und ich höre meinen Mann im Wintergarten arbeiten. Nein, ich sehe ihn. Und das ist der Vorteil im Homeoffice. Da sind wir einfach viel näher. Normalerweise ist er ja in der Schweiz. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen erübrigt, weil Homeoffice geht fantastisch für uns beide. Ich entscheide mich auch, arbeite ich im Garten oder arbeite ich drinnen am Computer. Und ja, so ist das. Der Vorteil von Corona. Man hängt zusammen rum. Ja, wenn es euch wieder gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, natürlich wie jeder YouTuber und natürlich auch über Abos. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke. Das reicht.